Ich rufe Punkt 72 unserer Tagesordnung auf. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der AfD. Der Antrag zur Reformierung der deutschen Asylverfahren, Drucksache 19/6396 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als erstes hat Herr Richter von der AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit unserem Setzpunkt wollen wir als Fraktion der Alternative für Deutschland im Hessischen Landtag ein deutliches Signal an die Bürger unseres Landes senden, um aufzuzeigen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Viele Politiker der etablierten Parteien haben dies in den letzten Wochen genauso auch ausgesagt. Wir hören sie wohl, können es aber nicht glauben. Eine Optimierung der Asylverfahren in unserem Land ist somit unerlässlich, um sowohl unserem Asylrecht Rechnung zu tragen, als auch Menschen, die Asyl beantragen, möglichst rasch zu bescheiden, ob sie nun Asyl erhalten oder nicht. Die zwingende Verkürzung der Asylverfahren auf 3 Monate ist ein wichtiger Schritt. Vielen Dank. Gerade auch, um dem zu begegnen, was wir von vielen Menschen in Anhörungen an Erlebnissen im Sozial- und Integrationsausschuss geschildert bekommen haben. Rechtssicherheit ist eines der wichtigsten Güter für Menschen, die in unserem Land Sicherheit und Zuflucht suchen. Gleiches gilt allerdings auch für die Bürger unseres Landes, die sich darauf verlassen können müssen, dass unsere Gesetze auch Anwendungen finden und somit Rückführungen umgehend stattfinden. Die Pflicht zur Rücknahme ihrer Landsleute jener Länder, die eine solche verweigern, obwohl durch internationale Abkommen verankert, muss eingefordert werden. Und dies betrifft auch die EU oder Drittstaaten, in denen die Aufnahme der Menschen stattgefunden hat, die den Weg zu uns gefunden haben. Ganz wichtig ist, dass bestehende Reintegrationsprojekte in den Heimatländern oder anderen aufnahmebereiten Ländern bedarfsgerecht ausgebaut werden. Und wir darauf hinweisen müssen, dass es unmöglich sein kann, dass wir sogar bewusst Fachkräfte aus wirtschaftlich schwachen Ländern anziehen, die in ihrer Heimat zwingend gebraucht werden. Auch kann die völlig verfehlte Außenpolitik unseres Landes nicht dazu führen, dass unsere eigenen Bürger über Gebühr belastet werden. Während die Eckrente in Deutschland im Bereich von 1.500 € liegt, sind schon bereits für die Unterbringung und Betreuung eines minderjährigen Flüchtlings in Hessen sage und schreibe 8.460 € im Monat fällig. Das können Sie keinem unserer Bürger auch nur ansatzweise noch vermitteln, meine Damen und Herren, wenn diese Kosten sich weiter fortsetzen und dadurch in Summe sogar noch erhöhen werden. Die Kosten, welche das Land Hessen durch den Eintritt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 zu tragen hat, sind immens. Und da Deutschland seit Jahren die Hauptlast der Migration in Europa trägt, müssen wir als Hessen beginnen, klarzumachen, dass dies eben nicht zu sozialer Gerechtigkeit in unserem Land führt, sondern zu einer weiteren Umverteilung. Und dass die eher von unten nach oben als umgekehrt stattfindet, weiß ein jeder, der in unserem Land einer geregelten Arbeit nachgeht und seine Steuern und Abgaben am Ende jeden Monats auf dem Lohnzettel bedauern darf. Somit ist es sehr wichtig, dass der im Jahr 2018 wieder ermöglichte Familiennachzug für Personen, die lediglich einen subsidiären Schutz genießen, in unserem Land ausgesetzt wird. Halten wir die nackten Zahlen einmal fest, damit sich die Bürger unseres Landes vorstellen können, ob und wie lange wir überhaupt dazu in der Lage sind, finanziell diese Situation zu meistern. Die dauerhaften Kosten der Flüchtlingskrise, vorausgesetzt, dass die Arbeitsmarktintegration der Gruppe der anerkannten Flüchtlinge innerhalb von 6 Jahren gelingt, belaufen sich auf 878 Milliarden €, was 30,1% unseres jährlichen Bruttoinlandsproduktes in Deutschland ausmacht. Für den Fall des Scheiterns dieser Arbeitsmarktintegration dürfen wir weitere 685 Milliarden €, also 23,5% unseres jährlichen Bruttoinlandsproduktes, veranschlagen. Im Worst-Case-Szenario, meine Damen und Herren, belaufen sich die Gesamtkosten der Flüchtlingskrise in Deutschland auf sage und schreibe 1,56 Billionen € und damit 53,6% unseres jährlichen Bruttoinlandsproduktes. Das betrifft
Das betrifft selbstverständlich auch das Land Hessen. Und wenn wir diese Summen zu bewältigen haben, muss uns angesichts weiterer Belastungen der Haushalte sowohl in den kommunalen Selbstverwaltungen als auch in den Ländern und dem Bund Angst und Bange werden. Wenn Ihnen das als Argumentationskette nicht ausreicht, um unserem Setzpunkt zuzustimmen und sich darüber klar zu werden, dass das Sondervermögen in Hessen als weitere Belastung für die Bürger unseres Landes bereits schon die Grenzen des Machbaren mehr als nur auslotet, ist Ihnen nicht mehr zu helfen. Es braucht wahrhaftig nicht noch mehr solch unverantwortlicher Finanzpolitik. Betrachten wir doch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt, dass lediglich ein Bruchteil der an sich ausreisepflichtigen Ausländer, die nicht im Besitz eines aufenthaltsrechtlichen Status oder einer Duldung sind, aus dem Land Hessen abgeschoben werden. Das, meine Damen und Herren, ist ein rechtswidriger Zustand, der im Interesse unserer Bürger sofort zu beenden ist und getrost als Skandal bezeichnet werden kann. Ein Skandal aus zweierlei Gründen. Zum einen werden die hessischen Bürger durch einen rechtswidrigen Zustand finanziell belastet. Zum anderen erhalten dadurch Menschen, die tatsächlich Asyl benötigen, vielleicht gar keine Möglichkeit dazu. Das ist ein weiterer Knackpunkt, der bei der Arbeit der etablierten Parteien nie bedacht wird und auch humanitär eine fragwürdige Politik darstellt. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Durch Covid-19 befinden wir uns in einer massiven finanziellen und auch gesellschaftlichen Schieflage. Und somit müssen wir uns auf jene Menschen konzentrieren, welche tatsächlich asylberechtigt sind, und vor allem auf unsere eigenen Bürger, auch wenn Ihnen das kaum noch in den Sinn kommt, meine Damen und Herren. Vielleicht aber können uns diejenigen, die so laut danach rufen, weitere Menschen in großem Umfang aufzunehmen, den Weg erklären, wie wir das alles finanzieren, gesamtgesellschaftlich leisten und auch, welche Perspektiven die Menschen in unserem Land eigentlich derzeit noch haben. Es ist einfach zu sagen und hört sich auch ganz toll an. Trifft auch auf sehr viel Applaus. Wir nehmen alle Menschen auf, die in Not sind, und helfen ihnen in Hessen und in Deutschland. Sich allerdings hier hinzustellen und zu sagen, so geht das alles nicht weiter, wir brauchen international tragfähige Lösungen, um Menschen in Not tatsächlich zu retten und zu helfen, das, meine Damen und Herren, ist weiter schwieriger. Aber es ist notwendig, sogar zwingend notwendig, vor allem da uns die etablierten Parteien die Basis des wirtschaftlichen Erfolges unseres Landes unter den Füßen wegzieht und mit einer völlig fehlgeleiteten Industriepolitik sämtliche finanziellen Möglichkeiten regelrecht verspielt. Die notwendigen Erklärungen, wofür Millionen von Menschen aus anderen Ländern nicht nur Hilfe herkommen kann, sondern diese auch eine lebenswerte Zukunft in unserem Land haben sollen, muss doch von jenen kommen, die unsere Grenzen und damit auch unsere Sozialsysteme weit öffnen. Niemand in unserem Land versteht mehr, dass Menschen zum Urlaub in ihr Heimatland reisen dürfen, aus dem sie ja nach eigenen Aussagen geflüchtet sind, weil sie verfolgt wurden. Und spätestens hier muss doch jedem klar sein, dass unsere Sozialsysteme auch massiv ausgenutzt werden und wir das nicht einfach achselzuckend hinnehmen dürfen. Meine Damen und Herren, das alles muss aufgearbeitet und neu gedacht werden, damit wir tatsächlich nicht in eine Situation wie in 2015 oder sogar noch schlimmer kommen. Und dazu gehört zwingend, die Realitäten anzuerkennen und sich nicht in Tagträumereien zu verlieren. Denn jeder von uns sieht die Bilder aus Afghanistan, sieht, wie Frauen wieder ihre Freiheit genommen wird, muss zusehen, wie die Taliban ihr Schreckensregime erneut aufbauen und wohl alle Beteiligten mehr als nur gescheitert sind bei dem Anspruch, in Afghanistan eine Demokratie zu ermöglichen, in der die Menschen frei und ungezwungen leben können. Deutschland wird die Probleme der Welt, auch wenn Sie es noch so gut meinen, Deutschland wird die Probleme der Welt aber nicht im Alleingang lösen. Auch wenn die etablierten Parteien suggerieren, wir könnten jedem Menschen in Not helfen, das Klima retten und den Weltfrieden herstellen. Wie grandios die etablierten Parteien bei diesem Anspruch gescheitert sind, zeigt sich ja gerade in Afghanistan. Und es zeigt sich sogar im eigenen Land, wo die Opfer der Zuwanderungspolitik nicht thematisiert, wo Menschen mittlerweile mit zweierlei Maß gemessen werden, wo sich zum Teil abends nicht mehr auf die Straße getraut wird und man unverhohlen Parallelgesellschaften zulässt. Wir als Alternative für Deutschland stellen klar an dieser Stelle, dass wir eine solche Politik definitiv ablehnen und bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.
Danke, Herr Richter. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Burschow zu Wort gemeldet. Ja, verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir befinden uns in der Tat in einer Zeit, wo es viele Krisenherde auf unserem Planeten gibt. Menschen müssen ihre Heimat verlassen, weil sie Opfer von Krieg, Terror, Folter oder staatlichen Rezessionen werden. Menschen werden zu Unrecht verhaftet oder inhaftiert, weil sie politisch anders zu einer Regierung oder dem Regime stehen, weil sie einer anderen Ethnie, vielen Dank, oder einer anderen Religion als die Mehrheitsgesellschaft angehören, eine andere sexuelle Orientierung oder sogar eine andere geschlechtliche Identität haben oder sich für Menschenrechte, Frauenrechte und Pressefreiheit einsetzen. Andere wiederum werden Opfer vom Klimawandel und sind von Hunger und Elend bedroht. So viele Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig, auch nicht für irgendwie Sozialhilfe hier bei uns in Deutschland. Das ist absurd, das, was die AfD immer wieder auch hier in diesem Plenarsaal von sich gegeben hat. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, meine Damen und Herren. Und das Traurige ist, dass es vielen Menschen auf der Flucht auch nicht viel besser geht. Die Flucht bringt Tod, Vergewaltigung, Gewalt und Elend. Und einige der Menschen, die es nach Europa oder auch zu uns nach Deutschland schaffen, die finden dann meistens auch Zuflucht bei uns und bauen sich hier bei uns eine neue Heimat auf. Und genau das, meine Damen und Herren, genau das ist das als der AfD ein Dorn im Auge. Es geht der AfD nicht darum, auch wenn sie diesen Bild vermitteln möchte, dass Asylanträge schneller oder fairer für die Betroffenen bearbeitet werden. Es geht nicht um die Rückführung von Ausreisepflichtigen. Es geht nicht um eine gerechtere Verteilung innerhalb der EU. Es geht nicht um eine bessere Außenpolitik. Es geht auch nicht um die Geflüchteten selbst. Es stört sie einfach und überhaupt, dass Migrantinnen und Migranten zu uns kommen, dass Migrantinnen und Migranten, die Anwesenheit der Migranten und Migranten per se stört sie und das Grenzrecht auf Asyl, das stört. Und das muss man dann auch festhalten, meine Damen und Herren. Herr Richter hat es ja erwähnt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden auch zu dem Thema Afghanistan gleich im nächsten Punkt auch kommen. Aber selbst bei der Aufnahme von den Ortskräften, also den Menschen, die an der Seite der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen und Hilfsorganisationen gearbeitet haben, unsere Werte dort vertreten haben und sogar ihr Leben dafür riskiert haben. Selbst bei diesen Ortskräften haben sie ihre Probleme und wollen der deutschen Verpflichtung nicht nachkommen. Das muss man festhalten, und zum Glück, in Wahlkampfzeiten outen sie sich ja noch einmal ganz. Alice Weidel, also Spitzenpolitikerin, postete erst im letzten Monat auf Facebook und sprach in dem Zusammenhang mit der Aufnahme von Ortskräften von Import von Kriminalität und einem gigantischen Ansiedlungsprogramm für Menschen aus Afghanistan. Auch in ihren Wahlplakaten in Hessen hieß es noch letzte Woche, ich darf zitieren, Kassel, Köln oder Konstanz vertragen nicht mehr Kabul. Wohlgemerkt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Ortskräften. In Anbetracht dem Leid der vielen Menschen in Afghanistan, gerade auch noch, wo viele Hessinnen und Hessen nach wie vor in Afghanistan und der Region festsitzen und leiden müssen, finde ich so eine Bemerkung, solche Plakate, geschmacklos bis zum Gehtnichtmehr, meine Damen und Herren. Herr Burschow, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Labyrinth. Wir haben genug von dem Zeug gehört. Aber genau das ist ja nichts Neues bei Ihnen. Wer von todbringender Messermigration, alimentierten Messermännern, Kopftuchmädchen und sonstigen Taugenitzen spricht, Migrantinnen und Migranten als Parasiten und Gesindel bezeichnet, Türkeistämmige als Kümmelhändler und Kamelbetreiber beleidigt, Schießbefehle auf geflüchtete Frauen und Kinder befürwortet, das Anzünden von Flüchtlingsheimen als Akt der Verzweiflung verteidigt und davon spricht, dass es auch bei so vielen Ausländern mal wieder ein Holocaust sich lohnen würde, der stellt seine Absicht ganz klar, meine Damen und Herren. Tun Sie also nicht mit Ihrem Wortbeitrag und mit Ihrer Rede, als würde es um etwas anderes gehen. Es geht nicht um das Recht auf Asyl,
Es geht Ihnen auch nicht um die Sache. Es geht Ihnen nicht um die faire Verteilung oder eine gerechtere Verteilung innerhalb der EU. Es geht Ihnen auch nicht um die Rückführung von Ausreisepflichtigen oder ein faires Verfahren oder um die Geflüchteten selbst. Es geht Ihnen schlicht und einfach gegen das Grundrecht auf Asyl. Es geht Ihnen um die Migrantinnen und Migranten, insbesondere dann, wenn es sich bei diesen Migranten um Muslime handelt, meine Damen und Herren. Das haben wir schon oft genug gehört. Das haben Sie sich auch oft genug selbst bewiesen. Also tun Sie jetzt nicht an auf unschuldig. Das wirklich, das muss nicht sein, und es beleidigt unsere Intelligenz. Aber dagegen wehren wir uns, gegen Ihre Ausführungen und Ihre politischen Ansichten. Wir wehren uns dagegen. Die demokratischen Fraktionen in diesem Hause wehren sich auch dagegen. Es muss eigentlich mehr Humanität gelehrt werden in so einer schwierigen Zeit. Und wir werden daher Ihren Antrag voll und ganz ablehnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Bourgeau. Herr Lambrou, die Zeit für Zwischenrufe ist jetzt eigentlich abgelaufen, weil der Redner das Pult verlassen hat. Ja, wir haben das alle gehört, und er hatte das auch nicht in Zweifel gestellt, was Sie geantwortet haben. Als Nächstes spricht für die SPD-Fraktion Herr Ulott zu uns. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, Taylan Burcu, für deine Rede. Die Ewiggestrigen wollen mal wieder etwas reformieren. Und die verfolgen dabei mit Sicherheit nichts Gutes, denn den Ansatz, irgendeine Herausforderung oder Problemlösung zu schaffen, das ist nicht das Ziel, sondern allenfalls hetzen und spalten, denn so und nur so funktioniert das Geschäftsmodell dieser AfD. Und dieser Antrag ist mal wieder sowas von entlarvend, inhaltlich sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, sondern vor allem deshalb, weil Sie in den Hessischen Landtag als Setzpunkt etwas einbringen, was mal so ganz eindeutig ein bundespolitisches Thema ist. Das ist mal wieder genau das Spiel, was wir kennen. Schublade auf, bundespolitisches Thema raus, in den Landtag rein. Heute geht es natürlich auch nicht um irgendein Thema, es geht um Geflüchtete und die Reformierung des deutschen Asylrechts. Das sind wir gewöhnt, mehr geht bei Ihnen halt einfach nicht. Um mal Klartext zu sprechen, in den letzten 2,5 bis 3 Jahren, an welcher Stelle haben Sie ein politisches Profil in landespolitischen Themen entwickelt? Diese hessische AfD hat es bisher nicht geschafft. Diese hessische AfD ist bis heute in diesem Hause den Beweis schuldig, wofür sie überhaupt gewählt worden sind. Und nur noch einmal ganz klar ein Hinweis. Wir sind hier kein Bundestag-Leit. Wir sind hier auch keine Außenstelle des Deutschen Bundestages. Wir sind der Hessische Landtag. Fangen Sie endlich an, sich um die Themen zu kümmern, um die wir uns zu kümmern haben, und nicht immer irgendwelche anderen Sachen. Aber das, was ich jetzt hier gerade fordere, das hat ja mit Arbeit zu tun, mit viel Arbeit. Und das ist nicht unbedingt das Thema der AfD. Es ist einfacher, Ausländerinnen und Ausländer, die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in die Arena zu ziehen, Migrantinnen und Migranten zu denunzieren, Geflüchtete in dieser Art und Weise immer wieder ins Fadenkreuz ihrer Politik zu nehmen. Und das, meine Damen und Herren, das machen Sie jedenfalls nicht mit uns in der Sozialdemokratie. Dass Sie lieber ganz bewusst zündeln mit Ihrer Sprache, mit Ihren Worten, in Ihren Reden, das ist das, was Sie tun, und nehmen dabei billigend in Kauf, dass Sie Menschen gefährden. Und es ist wirklich erschreckend, wenn man die Reaktionen auf die furchtbare Tat von Ida Oberstein sieht. Da sind rechte Anhänger und Querdenker, die einen Irren feiern, der einen jungen Menschen aus dem Leben gerissen hat. Das ist alles unerträglich und widerlich, was da in den sozialen Netzwerken passiert. Aber Sie wollen ja gerne hier in Wiesbaden über Berlin reden. Das können wir gerne machen, denn seit letztem Sonntag ist klar, dass das Geschäftsmodell dieser menschenverachtenden Hakenpartei weiterhin auf dem absteigenden Ast ist. Glücklicherweise haben die Menschen Ihnen gezeigt, dass man Sie nicht mehr so wählen will. Sie haben wieder einen Einbruch erlebt.
und das ist gut so. Und eins dabei ist ganz entscheidend. Sie werden, egal wie die Sondierungsgespräche oder die Koalitionsverhandlungen laufen, egal in welcher Konstellation, nicht mehr die größte Oppositionspartei sein. Diese Rolle sind Sie los, und das ist ein wichtiger Schritt für diese Demokratie und die Werte, die wir in diesem Land leben. Wir, die demokratischen Parteien, wir müssen immer wieder aufpassen und gewarnt sein, wenn die ganz Rechtsaußenpartei von sogenannten Reformen spricht. Wir müssen das besonders dann tun, wenn sie das hier in Parlamenten versuchen. Wenn man sich den Antrag durchliest, dann wird einem relativ schnell klar, worum es geht. Es geht hier nicht darum, das Asylrecht zu reformieren, sondern um es zu verhindern und um Abschottung. Das hat Herr Richter in seinem Redebeitrag, auch wenn er das immer schön mit Schleifen versucht zu verstecken, sehr deutlich gemacht. Es lohnt sich also nicht, an dieser Stelle weiter über den Antrag der AfD zu diskutieren, sondern, ja, wissen Sie, ein Setzpunkt in einer Plenarwoche ist ein sehr wichtiger Punkt für eine Oppositionspartei. Dass Sie den Punkt setzen, das zeigt, das ist unfassbar entlarvend, was Sie machen. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Stattdessen werde ich die Zeit jetzt lieber dafür nutzen, um Ihnen vorzustellen, wie sich die SPD-Fraktion in Zukunft vorstellt, das Asylrecht zu reformieren, was wir uns für die Zukunft vorstellen. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle viel spannender als Ihr Antrag. Wir stehen für eine humanitäre und solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union. Das ist ganz entscheidend. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass das europäische Asylsystem an den notwendigen Stellen auch ein Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität schafft. Dazu gehört auch, dass wir das Dublin-System reformieren und einen solidarischen Verteilungsmechanismus innerhalb der Europäischen Union schaffen. Entscheidend ist dabei, dass das Recht auf Asyl vollumfänglich gewahrt und gewährt wird. Das Asylsystem soll weiter europäisiert werden, und das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen soll zu einer vollwertigen europäischen Asylagentur ausgebaut werden. Die SPD wird weiterhin die Genfer Flüchtlingskonvention verteidigen. Pushbacks sind eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. Seenotrettung ist eine Verbindlichkeit, die wir einzuhalten haben aus dem internationalen Seerecht. Das darf nicht kriminalisiert werden, und deshalb muss die Europäische Union durch staatliche Stellen das auch gewährleisten. Wir werden auch in Zukunft einen umfassenden Ansatz verfolgen, legale Migrationswege zu schaffen und Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. Wir werden eine Brücke zu lokalen Akteurinnen und Akteuren bauen und die Aufnahmebereitschaft von europäischen Kommunen weiterhin fördern und unterstützen. In Deutschland soll dies durch Bundeskontingente erfolgen, und es soll möglich gemacht werden, dass die Bereitschaft vieler Kommunen hier in Deutschland im Rahmen der Initiative Sichere Häfen auch Geflüchtete aufzunehmen, dass das unterstützt wird. Wir stärken Integrationschancen für Menschen, die absehbar eine längere Zeit in Deutschland sind. Wir verbessern dabei die Qualität der Integrationskurse und setzen konsequent auf das Erlernen der deutschen Sprache und den Zugang zu Ausbildung und Arbeit. Dabei wollen wir auch denen eine Chance auf Spracherwerb und Beschäftigung geben, die tatsächlich länger hier sind, auch wenn sie keine oder eine geringe Chance haben, hier dauerhaft zu bleiben. Auf Bundesebene werden wir bestehende Programme zur Entlastung von Ländern und Kommunen fortführen, um sie bei der Integration der Geflüchteten zu unterstützen. Wir bekämpfen Fluchtursachen, und wir werden unter diesen Maßnahmen dafür sorgen, dass es faire Handelsabkommen gibt und mehr humanitäres Engagement in den Flüchtlingsländern stattfindet. Herr Richter, alles wird gut. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der aber auch dazu gehört, und da spricht die SPD auch ganz klar zu. Wer hier unter gar keinen Umständen ein Bleiberecht hat, muss Deutschland wieder verlassen. Das gehört auch dazu. Dabei setzen wir in erster Linie auf freiwillige Rückkehr. Wir werden diese weiterhin unterstützen und fördern. Dort, wo es notwendig ist, muss aber auch eine konsequente Abschiebung erfolgen. Das gilt insbesondere aber nicht nur für straffällig in Erscheinung getretene Personen
oder Gefährderinnen und Gefährder, sondern auch für andere. Hierbei wollen wir bestehende Hindernisse, zum Beispiel die Passersatzbeschaffung, weiter verringern. Herr Richter, für Sie zum Abschluss. Sie sehen, wir brauchen in der Asylpolitik Ihre blaubraunen Träume nicht. Wir brauchen kein rückwärtsgewandtes, rassistisches Deutschland, denn Rassismus ist keine Lösung. Rassismus ist auch kein Ansatz für Reformen. Rassismus gehört raus aus den Köpfen und vor allem auch raus aus den Parlamenten. Danke, Herr Ulloth.